Hallihallo, meine Lieben, hier ist ein neues Video von Maya 558. Meine zweite Klossy Box ist heute gekommen. Und wir packen die jetzt gerade aus. Sieht genauso aus wie die andere. Ich sollte es auch mal richtig rumhalten. Und dann schaue ich jetzt mal, was hier drin ist. Oh weh. Es ist dasselbe wie in der anderen Box. Und zwar auch das Thermacare Regelschmerzenpflaster. Die afrikanische Seife. Die jetzt nicht rauskommen möchte. Afrikanische Seife. Du, die riechst du sogar durch die Verpackung. Der Lippenstift. Oh, er ist ein bisschen beschädigt, wie ich gerade sehe. Er hat einen ziemlichen Hautton. Pfirsichton, finde ich. Die Babymore Tagespflege. In meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich glaube, dass ich sie habe. Und aus diesem Glaube ist, ich weiß, dass ich sie schon gekauft habe. Und ich vergleiche jetzt mal eben den Preis, was sie laut diesem Heft kostet und was sie im Geschäft kostet. Ich habe sie nämlich gestern bei Rossmann gesehen. Ja, der Preis stimmt überein. Originalprodukt war ja 5,99 und bei Rossmann kostet sie auch 5,99. Dann ist da wieder die Lavera Naturkosmetik mit Perlenextrakt und Biokoffein. Für eine strahlende Augenpartie dabei und der Nuvega Lash Wimpern, das Wimpern Revitalisierungsserum. Mein Gott. Ja, das war schon der Inhalt der Klossy Box. Schade, dass ich wieder denselben Inhalt habe wie in der ersten Box. Aber machen kann ich da mal nichts dran. Ist halt so. Finde trotzdem alles sehr schön. Kann auch alles gebrauchen. Und ich werde mich auf jeden Fall jetzt bemühen, endlich das Parfümvideo fertig zu drehen. Ich werde noch meine Lippensammlung aktualisieren, weil da ist einiges zugekommen. Und ich sag dann mal tschüss bis zu meinem nächsten Video, eure Maya 558. Ihr könnt mein Video jetzt wieder kommentieren. Ihr könnt es mit einem, wenn es euch gefallen hat, mit einem Daumen nach oben bewerten. Andersrum natürlich dann auch, wenn es nicht gefallen hat. Ja, ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Maya 558. Tschüssi!